Suspects are holed up in the room below. Es geht weiter mit unserer Videoreihe zu Killzone Shadowfall, dem PS4-Starttitel von Sony. Und wir haben ja schon beim letzten Kampagnenvideo erwähnt, dass es besondere taktische Möglichkeiten gibt in der Solo-Kampagne. Und die führen wir jetzt noch ein bisschen detaillierter aus. Ja, also hier können wir zum Beispiel einfach mal Glas zerschießen und uns abseilen. Das ist so die erste Möglichkeit, die wir haben. Erstmal mit der Granate ein bisschen aufräumen. Und dann wirft halt die Drohne und die Zipline aus und dann können wir uns abseilen. Also das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, mit der Drohne dann zu hantieren. Es ist so ein bisschen natürlich frontal, also schon recht gefährlich. Wir können uns allerdings auch vor dem Gebäude abseilen und dann durch den Haupteingang gehen. Also es ist so ein bisschen dann von der Seite, ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man sich gleich mal ins Getümmel stürzt. Es sieht übrigens auch hier richtig geil aus. Absolut. Also da könnte ich mich echt verlieben in die Grafik. Und die Drohne ist dann halt auch dafür da, um die Gegner zu beschäftigen. Also es ist nicht so, dass die jetzt mal 5 Gegner wegrotzt auf einmal, sondern die ist eher dafür da, um halt uns die Möglichkeit zu geben, zu flankieren, so wie hier. Jetzt haben wir auch gerade Adrenalin aktiviert, das heißt Zeitlupenmodus. Und hier sind die Geiseln, die wir dann befreien müssen. Die dritte Möglichkeit ist, wir hacken den Seiteneingang, beziehungsweise unser Freund, die Drohne, und überraschen dann die Gegner von hinten. Hier sehen wir ja auch immer die Markierungen. Über unsere Echo-Funktion können wir halt immer schauen, wo die Gegner sind. Also es ist wirklich ein ganz wichtiges Feature halt, um sich für die richtige Taktik zu entscheiden. Und Andi, es gibt sogar eine vierte Möglichkeit. Ja, da kann man einfach durch den Lüftungsschacht schleichen. Nein, es gibt einen Lüftungsschacht, ja, wie in jedem Ego-Shooter. Und die Gegner leise ausschalten, also... Ja, wer die schon in der früheren Generation nicht so leiden konnte, muss leider künftig immer noch damit leben. Wir haben es im Multiplayer-Video schon erwähnt, der Multiplayer läuft ja mit 60 Bildern pro Sekunde, der Singleplayer nur mit 30 und man sieht es hier auch stellenweise. Ja, es ist also nicht gelockt auf 30, sondern es ist zwischen 30 und 60. Das heißt, es ist wirklich abhängig, was gerade abgeht, wie viel Weitsicht man hat und so. Minimum 30 wird garantiert von den Entwicklern. Ja, es ist halt immer Geschmackssache. Möchte man 60 Frames konstant? Oder legt man einfach auf Grafikwert, wie hier diese Zerstörung und die Effekte, Lichteffekte, das ist halt schon richtig bombastisch. Und ja, dass man da jetzt 60 Frames bei wohlgemerkt 1080p nicht konstant halten kann, ist in dem Stadium jetzt so ein bisschen verständlich. Wer weiß, ob das vielleicht in 2-3 Jahren, wenn das nächste Killzone kommt, dann schon auf 60 Frames dann gelockt sein wird. Aber so klassische Slowdowns sind dir beim Spiel nicht aufgefallen? Nee. Also... Wie gesagt, sie versprechen es, unter 30 geht es nicht. Das habe ich beim Spielen jetzt auch nicht wirklich bemerkt. Von dem her, ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass die in diesen 3 Jahren Entwicklungszeit das wirklich dann auch so hinbekommen haben, weil die wollen natürlich auch jetzt nicht, dass die Leute sagen, die PS4 hat keine Power, die Spiele ruckeln. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass man mit Slowdowns irgendwann im weiteren Spielverlauf rechnen muss. Aber ich... Ich freue mich auf die Grafik und ich freue mich da wirklich auch auf die spielerischen Möglichkeiten, die man hat. Ja, muss man einfach mal schauen, genau wie sich es entwickelt auf Dauer, natürlich auch wie sich die Story entwickelt. Aber Killzone Shadowfall ist halt das PS4-Brett überhaupt. Good job, everyone.